Er ist einer der schönsten Läufe Österreichs zwischen Berg und See. Heuer mit rund 6000 Startern in St. Wolfgang. Sie kommen extra aus Kärnten. Das ist ein Club für Frauen, die mutig laufen wollen. 261 war die Startnummer von Catherine Switzer, die erste Frau, die im Osten am Marathon gelaufen ist. Und es ist eine Stunde so Sporturlaub, man kann kommen, es macht Spaß, es ist lustig und laufen tun wir auch. Es ist wirklich cool. Ja, heuer ist der markante Punkt für uns, dass wir erstmals Starterinnen und Starter aus 50 Nationen haben. Das freut uns wirklich sehr. So ein internationales Feld hatten wir hier bei uns am Wolfgangsee noch nie. Dresscode normalerweise Sportoutfit. Seines hier ist selbst gebastelt. Ich trage einfach so ein schönes Fest von Chanel. So ein schwarzes, das mit der kleine Schwarze ist es. Vom Panoramalauf mit 5,2 Kilometer bis zum 27 Kilometer Klassiker, also die Wolfgangsee-Runde. Einzeln oder als Team, Hauptsache laufen. Heuer haben wir sie angemeldet für den Cup, alle drei, Mondsee, Ischl und Wolfgang. Und wäre eben schönster Lauf, das Panorama, Herbststimmung, ist einfach lässig. Ja. Ich probiere heute Vollgas, weil ich laufe im November einen Marathon und das ist eine super Vorbereitung heute noch. Ja. An insgesamt 11 Labstellen können sich die Teilnehmer stärken. Das sind ca. 80 Kisten Bananen und 30 Kisten Äpfeln und ca. Tee und Suppe, insgesamt 800 Liter Suppe und Tee. Für hungrige Läufer wird extra mehr gebacken als sonst. Heute gibt es einen Apfelstrudel wie immer und Apfelzimtschnecken. Da sind wir natürlich schon gewappnet drauf, also wir sind schon gericht. Ich vergönne mir dann vielleicht ein Schnitzel und ebenfalls auch eine Mehlspeise. Das ist ja eigentlich, ja, das gehört eigentlich dazu zum Laufen. St. Wolfgang nicht nur international bekannt als Urlaubsort, sondern auch als Filmkulisse. Die Operette am Weißen Rössel, die kennt, glaube ich, fast jeder. Und das war natürlich in den 30er Jahren schon ein Turbo für den Tourismus hier bei uns in der Region. Durchs Weiße Rössel, durch die Operetten, ist eine Welt bekannt. Und auch mit Wolfgang See Advent im Winter. Man hat sämtliche Möglichkeiten sportlicher Natur. Im Ziel angekommen, Medaillen für jeden. Den Wolfgangsee-Marathon-Rekord knackt heuer der deutsche Florian Neuschwander mit einer Zeit von 2 Stunden 41. Sieger der Wolfgangsee-Runde ist bereits zum 10. Mal Hosea Kiplagat Tue aus Kenia. Herzlichen